Koffer packen und fort. Und das ohne lästiges Umsteigen oder längst Check-in. Das sind die Vorteile, die nur der Reisegar und somit Reisereisen aus dem Wasser bietet. Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum hat Reisereisen am 19. Jänner in Madiswil zum obligaten Reise-Event eingeladen. Hunderte sind dem Aufruf gefolgt und sind vom jungen und sympathischen Team begrüßt wie umsorgt worden. Bei Christoph Reist unternimmt zurzeit viel, dass auch junge Leute den Reisegar als modernes Reisemittel entdecken. Also für auch die Jüngeren zu erreichen, ist für uns ein Instrument Badeferien, wo das Alter eben wirklich gemixt ist, sagen wir jetzt mal von 4 bis 85-jährig. Oder ein weiterer Programmbaustein, das sind Erlebnisreisen wie Legoland, Besuch irgendwo in einem Werk, sei das bei Mercedes und so weiter. Anna-Barbara Schär verkörpert das moderne wie junge Beraterteam von Reisereisen und weiss auch, dass es im 2013 sehr viel zu entdecken gibt. Nebst unseren guten und bekannten Mehrtagesreisen bieten wir in diesem Jahr auch die dreitägigen Geburtstagsreisen an. Und wir tun jetzt einen Tag dazu, nebst den zweitägigen Reisen, die wir immer schon im Programm hatten, die Geburtstagsreisen, tun wir einen Tag dazu und das, so feiern wir unser Jubiläum eigentlich mit unseren Kunden. Es ist ja nicht so, dass bei Reisereisen Destinationen angeboten werden, weil sie einfach gut tönen. Anna-Barbara Schär hat im Programm ihre ganz persönlichen Favoriten und kennt die Qualität. Ich würde sicher jetzt von meinen persönlichen Interessen eine Badeferienwoche vorziehen. Oder eben in diesem Jahr gibt es eine Genuss- und Badeferienwoche in Istrien. Das würde mir sicher sehr zusagen, weil man gleichwohl noch die Kulturellen jetzt von Kroatien eigentlich auch noch ein bisschen anschauen kann. Und dazu natürlich immer wieder ein bisschen baden und entspannen und genießen, was man das Motto von Reisereisen. Genuss und Badeferien zeigen auf, dass Reisereisen immer neue Sachen ausprobiert. Wir können ja auch nicht gegen alles gleich behalten, sonst verpasst man das Publikum, sagt Christoph Reist. Damit das nicht passiert, fühlt man am Publikum beim Reise-Event besonders gut auf den Zahn. Ein wichtiger Event mit Sinn. Der Nutzen ist ganz klar, einerseits den Kunden Danke zu sagen. Das Zweite ist, unser Ziel vom familiären Reiseunternehmen hier eins zu eins zu leben, ein bisschen auszutauschen. Auch die Gäste untereinander kennen sich vielfach und die freuen sich, für hierher zu kommen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir einen Haufen Buchungen machen meistens an diesem Event und das gibt auch schon einen Gradmesser, um zu schauen, welche Reisen laufen gut und welche harzen. Und so werden auch in diesem Jahr wieder viele Reisefans im Wasser in die Gare einsteigen und bequem die Ferne suchen.